Vulkanpfeffer. Ja, aber was bringen denn diese Schockfalle? Also, war eine Schockfalle gegen Vieh, was Elektrizität ausstößt, ist halt auch nicht so geil, ne? Ich sollte sowieso mal. Hä? Achso, das sind zwei Felsen noch gewesen. Ausrüstung. Genau, wir machen jetzt mit dem Bogen einen Startangriff. Weil, seien wir ehrlich, bisher hatten wir von ein paar Monstern nur noch ein oder zwei Mal vielleicht, dass wir mit dem Schwert was ausrichten konnten. Boah, das Einzige, was halt an dem Spiel so nervt, ist das mit dem Waffenwechseln und mit Monster wechseln, dass es so lange dauert. Das ist das Kampfsystem ganz cool und nachdem ich jetzt endlich auch mal gecheckt habe, wie es geht. Also das mit dem Doppelangriff immer am besten benutzen, weil man dann keinen Schaden macht oder kriegt. Wobei da manche Monster schon tricky sind und du musst auch die richtigen Monster dabei haben. Ich hab ein Lightmonster, ich hab nur den dabei, ne? Ansonsten, der lila Ludros ist fürs Schwimmen da. Den müssten wir eigentlich austauschen. Ich weiß gar nicht, warum ich den mitgenommen habe, den brauche ich im Moment nicht. Ah, das mit den Herzen ist aber auch nervig. Aber gut, wenn man so vergeigt wie ich, ist man selber schuld. Ich hätte vielleicht irgendeines von diesen Talisman-Dingern verbrennen sollen für mehr Stärke und irgend so einen Käse. Oh, ich bin gespannt, wie geil das ein Gigante wird. Also die Rüstung halt. Und überspringen und wir sind. Hä? Ah, jetzt sind. Oder ich kenne ihn, glaube ich, doch. Der benutzt der Technik. Das heißt, Monsti wechseln, Monsti, Ratha. Und wir gehen das mal nicht auf den Kopf, weil das dauert zu lange. Waren sie erst mal. Hä? Warum? Oh. Fuck, das muss ich dann auch noch machen, ne? Wilder Feuerball. Ah, ich hätte es doch machen sollen. Ich dachte, ich könnte vielleicht einen Angriff noch abwehren. Er greift nicht mich an. Er wird sich jetzt wahrscheinlich aufladen. Gott, bin ich ein Dub, ey. Kühler Nebel, los. Ah ja, stimmt. Wir hauen ihn jetzt erstmal um, dass er nichts machen kann. Dann heile ich mich. Benutzt er ja Kraft, ne? Das heißt, wir bräuchten Monster mit Technik. Nein, nein, die Geschwindigkeit! Oh Gott, bin ich blöd. Flügel. Stimmt, mit den Flügeln kann er fliegen. Auf die Flügel. Oh. Aber gut, das habe ich mir selber zuzuschreiben.
Rockrex ist immer sehr dick. So, Plesios Kopf. Das müsste jetzt dann taugen. Greif die Flügel an. Penner, greif die Flügel an. Greif du die Flügel an. Felsknarre. Wir wissen nicht, was er benutzt. Na gut. Greift die Flügel an, greift die Flügel an. Ernsthaft? Hä? Sehr gut, jetzt liegt er am Boden. Oh ja. Okay, er steht wieder. Er ist nicht mehr geladen, das heißt, er benutzt jetzt wieder Technik. Raza, komm raus. Ah, sehr gut. Jetzt dachte ich schon, hä, kommen wir nicht dran. Genugsfähigkeit, dann kommt er erstmal nicht dran. Luft-Showdown, okay. Alter, in sowas bin ich zu gut, das kannst du verknicken, ey. Er ist nicht stinkig, ne? Das heißt, er benutzt immer noch Technik. Rasa, nein, böse. Okay. Er brennt, also ist er eigentlich auch mit Feuerresistenz, ne? Holla. Okay, er setzt jetzt wieder auf Kraft. Genau, da brauchen wir Geschwindigkeit. T-Rex ist voll da. Ah, er hat auch wieder seine Flügel. Oh lala, die Hälfte. So, schauen wir mal, dass wir die Flügel vielleicht wegkriegen. Aber das habe ich vorher nicht bedacht, dass wenn er aufgeladen ist, dass er die Flügel benutzt. Oh, sehr gut. Habe ich jetzt... Ah, er benutzt jetzt wieder Ding. Ah, shit. Aber er ist fast down. Monsti wechseln. Zack, Raza.
Hab den Kill mal jetzt dann. Alle Gegner? Ne, brauche ich nicht. Ah, okay, einmal rein. Kraft. Und der Bauch ist down. Jetzt. Nichts, was wir nicht zusammen schaffen. Wie ich immer sage, das Teamarbeit steht für Träumchen. Warum Träumchen? Nein, halt, Rasa verhält sich seltsam. Oh oh. Okay, da war irgendein goldenes Ding dabei. Oder waren das einfach nur Krallen? Monsty always stays true to the bond they've formed. But that also means they end up suffering the most when their rider makes poor decisions. Did you really not realize this would happen? Hey, there's no need for that, Cheval! We're just trying to stop a rage raid monster! What's wrong with that? I get it that you want to protect Ratha. But all you're doing is making him suffer. What are you talking about? Ratha here is the one paying the price for your selfish obsession with the Nergigante. This has nothing to do with the Nergigante! Do you really believe that? Ratha is pushing himself to his limit, all for you. My buddy and I just want to protect Ratha, but... Who could have known that it would have ended up hurting him? I'm sorry I was so harsh. It's just that, well, you remind me of how I used to be when I was younger. How you used to be? Yeah. I'll explain later. We should get Ratha back to the village. Hey? Ich blick nicht durch, warum das jetzt plötzlich so ist. Und wir jetzt einfach mit Rasa weitermachen können, oder was? Kann ich hier wenigstens irgendwas einsammeln? Komm mal so, so. Keine Ahnung. Jedenfalls schauen wir jetzt erstmal, was wir bauen können. Das mit Rasa ist natürlich scheiße. Scheibenkleister. Welcome. How can I help? Oh. 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 Schaut euch den Käse mal an. Hä? Achso, das ist das andere Viech da. Ne, Skiller. Was so? Bin ich ein Zora? Aus Zelda? Rüstung. Verteidigung gegen Blitz, schwach gegen Eis. Donnerboost, Verteidigungsboost, Schwachpunkt. Das schaut halt einfach nur geil aus. Aber ich bin mir gerade nicht sicher, was ich lieber haben will. Doppel-Diablos hat halt 85. Jetzt deswegen Neues anzufangen wäre halt Smaragdschläger. Plesios-Kopf 83, das wäre halt sinnvoll. Aber bei dem Feuerlevel ist halt das Wasserding schon geiler. Oh, aber die Waffe ist halt einfach nur geil. Ich meine, schaut sie euch an. Ich meine, sogar die ist geil und solche benutze ich nicht mehr. Warte mal, die sind blau, sehe ich gerade, ne? Das ist die erste blaue Waffe. Crit Rate ist auf 6%. Da! Aber die verteidigt gegen Blitz besser. Hm.
Nee, wir lassen es jetzt erst einmal, bis wir uns umentscheiden. Vielleicht findet man ein Monster, was das braucht, und dann können wir. Alter, war der Bogen von meinen schon immer so weit oben? Holy shit, Mann, der ist viel zu klein. Statt der Jumlana, bin ich. Wo habe ich da schon eins ausgeerfüllt? Willkommen zurück. Wir haben den Nergigante nicht gesehen, dafür sind wir aber mit zaumverstrahlten Astalos begegnet. Leute untersuchen gerade den Verbleib des Nergigante, wenn sie etwas rausfinden, was ich jetzt nicht wissen. Könnt ihr auch eine Pause brauchen, oder? Gehen wir kurz bei dir zu Hause vorbei, Kumpel. Wow. Der ganze Weg da hoch für nix. Ich bin so hinreißend. Ach so, ja, stimmt, das war der Honig. Wonderful. Speichern. Müssen wir auch mal wieder? Nein. Ich muss mal die Monsters dann mal austauschen. Oder was heißt auch dann? Dann machen wir gleich am besten. Monstergruppe bearbeiten. Warte mal, erstmal Monstererkundung. Erledigt. Okay, wir tauschen Jan Kutkut. Ich habe keinen, der wo mehr Technik hat, ne? Den da vielleicht? Den da, aber der ist halt auch nichts Geiles. Das einzige war das Viech und das war halt auch. Näher. Wir brauchen einen neuen Techniker. Und ihn muss ich auch austauschen, weil der hat einfach zu wenig Energiepunkte. Jetzt tausche ich meinen Kutkut erstmal gegen ihn aus. Genau. Ein großes Yaki brauche ich gar nicht mitnehmen. Warum habe ich jetzt das so bearbeitet? Ja. Hm. Also wir können uns dort anhören, was er zu sagen hat. Achso, ja stimmt, er will uns ja erzählen, was abgeht. How is everyone doing? Is all rested up and feeling fine. Alter, wir sind gerade erst angekommen. That's not what I meant. Right. My partner's still leicht down. You said before we reminded you of yourself in the past. Did something happen to you too? I prefer not to talk about my past. It's not a particularly uplifting story. Do you really want to know? Yes, please tell us. I lost my mother in a monster attack. After that, I wanted nothing more than to wipe out every monster. That's why I became a rider. I didn't care about kinship or monsties. I just wanted more power for revenge. That's so sad. It took a real rider to show me that kinship is more important than strength. A real rider? My old partner! You know, the legendary rider the chief in Kuan was talking about? Through our battles, I realized that a bond a rider has with their monstie is the true source of power. I chose to let my hatred guide me, and it brought me nothing but misery. During my struggles, I hurt all kinds of people and monsters. I even hurt Rathi. But your monstie still stood by you through all of that. That's enough about me. Let's just say, beating yourself up about stuff you can't change won't get you anywhere.
Take it from me. I have had reports of a large monster near the Lake of Flames. It may be the Nergigante you seek. It's only a matter of time before it attacks the village. Let's head out. Es kann doch auch wieder jedes Monster sein. Die Frage ist bloß wieder, was kann dann der Gigante wieder? Ach, der ist so ein hässliches Monster. Also vom Kämpfen her. So geht er eigentlich. Aber Alter, war der damals ätzend. Ich habe nichts erfüllt, Alter. Ich habe halt 7 Seiten voller Aufgaben, wo ich nichts erfüllt habe. Ah, ich komme hier. Mit dem Ding aber nicht klar. Nein, nicht Garten. Oh, Abend. Oh, cool, das sehen wir das erste Mal, ne? Wir spielen aber auch erst seit 40 Folgen oder so. Da hinten ist das Viechchen weiß. Mir egal, wir gehen jetzt mal kurz da rein. Ich muss mal ein neues Monster ausbrüten. Warum haben wir nicht sogar Eier? Nee, ich glaube nicht. Wir sind eigentlich auch eher nur die normalen. Oh, ein Gravius. Was habe ich eigentlich nochmal Gravius-Zeug gebraucht? Ist da gleich das Nest? Sag mir, dass da das Nest ist. Ja, da ist das Nest. Ja, da können jetzt natürlich nur Grütze drin sein, ne? Ja, wir kämpfen mal dagegen. Hammer, nicht Hammer. Aber benutzt er nicht Stärke? Oh, ich kann nicht mal fliegen, sehe ich gerade. Ich muss den jetzt bekämpfen. Ja, dann benutzen wir jetzt halt einfach mal alle Geschwindigkeiten. Oh, passt sogar. Oh ja, ich hätte eigentlich auch... Ja gut, jetzt ist es auch zu spät. Greif meinen Kopf an. Bauchblocken. Achso, ja. Da war was. Hä? Das ist ja stinkig. Setzt das Technik ein? Ich habe keine Ahnung. Sehr gut, sei doch. Bäm. Ah, so geht es. Wollen sie noch kaputt machen? Wie halt nicht stirbt. Ich bin aber immer noch verwundert, dass der Feuer speien kann. Es ist ein verdammter Affe. Halt, weil ich sehe doch sogar, wie viel Energie das er hat. Setzt der wieder Geschwindigkeit ein, ne? Wechseln. Holen wir unseren Tiki raus. Ich weiß, ich könnte jetzt wechseln, aber ich habe wieder keinen Bock, die Waffe zu wechseln. Oh, Nervensäge.
Aber jetzt stirb endlich. Haupt Kinder nicht. Danke. Nur weil ich ein so dämliches, lahmarschiges, normale Hülle bin. Aber ich habe auch keine besonderen schon länger nicht mehr gesehen, ne? Ich will das eigentlich mal haben. Kann ich das Ei wegschmeißen? Na gut, dann lassen wir es halt da. Bescheidenes Vogel über ein Ei. War das neues Gebiet? Was hat's denn gesagt? Verdammt. See der Flammen. Ach, okay, das ist einfach nur ein kleines Stück grünes Land in deinem Vulkan. Da waren wir noch gar nicht. Wird es dann gleich ums Ecken Katzerwandstand sein? Na, ja, Gigante. Hä, hey, warte, das schaut doch wieder genauso aus wie die andere Seite. Oh ja, ich sollte nur unsichtbar machen. Müssen wir den grünen holen, ne? Den, was ich da mal gesehen habe, gegen den ich dann auch verloren habe. Weil ich alleine war. Und ein Trottel. Aber vor allem, weil ich ein Trottel war. Ist das eine goldene? Ne, die leuchtet einfach nur. So lang aber dann, oder? Da, die sind alle nur normal. Was soll denn das? Ne, Gigante. What the? Oh mein Gott, ein Zinogre. Ist das ein Zinogre? Ich glaube, der heißt Zinogre. Heißt der Zinogre? Ich glaube, der heißt Zinogre. Das ist ein Blitzboy. Alter, geil, komm her. Nein, warte. Mach ich den? Ja, aber ich muss auch gehen. Falls das ein Gigante ist, dann müssen wir weitergehen. Scheiße. Das ist ein Skrutze. Alter. Da hinten ist so eine Höhle. Muss ich den killen, um den zu kriegen? Ich bin mir nicht sicher. Warte, ich könnte noch einen Farbball auf ihn schmeißen und ihn dann verfolgen und dann sein Ei klauen. Okay, Entschuldigung. Das ist eigentlich gar nicht so lustig, aber ihr könnt euch vorstellen, was ich schon wieder im Kopf hatte. Komm mal her. Warte, was zur Hölle ist denn das, Alter? Donnerkäfer? Warum kann ich gegen Donnerkäfer kämpfen? Ja, war klar, dass der nicht gegen. Konterpose. Komm, du setzt doch auf Stärke, erzähl mir noch nichts. Nein, nichts klingt scharf, hör mal auf damit. Ah, komm schon. Fuck, das ist auch Geschwindigkeit ein, du Mistkerl. Das heißt, es geht um die Technik. Die Technik. Donnerspeer. Oh. Ich glaube, ihm geht's nicht gut. Wenn ich jetzt einen Farbball auf ihn schmeiße, rennt er dann weg. Ich weiß nicht, ob das so früh wirkt. Rückzug gerade plus hinzugefügt. Alter, die ziehen 88 ab! Nein. Wobei, erhalt mal. Erhalt mal. Kann ich da noch mehr zufügen, wenn ich mehrere werfe? Lauf weg! Okay, warte, er gesetzt Geschwindigkeit an, das heißt, ich brauche Technik. Das, wenn die anderen mich angreifen, bin ich im Arsch. Natürlich brauche ich das Großschwert. Ey, du wirst mich so verarschen, ne?
Die ganze Zeit benutze ich das Großschwert, alle sind gegen Großschwert immun. Oder? Er ist ja nicht sauer. Ach, wir wechseln trotzdem auf den Pucki. Komm, schau, dass du rauskommst, du komisches Vieh. Hä? Hat er nicht Geschwindigkeit eingesetzt? Hä? Ich bin verwirrt. Das heißt, ich brauche doch eher den Raser. Aber er hat auch Geschwindigkeit eingesetzt, oder? Scheiße. Donnerfall. Wir müssen das Viech mal wegbringen, ey, das geht nicht. Das könnte übel werden. Blocken mal lieber. Herbeirufen? Was? Warum kann der Glühwürmchen rufen? Oh ja, die setzen Geschwindigkeit einer, so ein Scheiß. Alter, ist das ein hässlicher Gegner. Oh, hallo. So, dann setze ich auch das ein und dann können wir vielleicht das erste Monster gleich mit weghauen. Warte, nein? Wow. Alter, ich muss hier weg. Das ist ja gerade übel. Ja, das ist Technik eingesetzt, ne? Also gut. Wir gehen mal auf Diablos. Ey, der Kampf ist schlimmer, als ich dachte. Warte, Kraft? Warum jetzt Kraft? Hätte er doch Technik eingesetzt. Keiner halt mich, was soll denn jetzt das? Alter, wir haben halt noch nichts. Ja gut, weil die anderen Säcke auch ständig auf den Kopf hauen. Oh oh. Warum greifst du denn jetzt den an? Megatrank. Okay, der heilt meinen. Sehr schön. Der benutzt jetzt wieder Kraft, oder? Ne, Geschwindigkeit. Warum ist jetzt Geschwindigkeit? Kann es sein, dass der alles benutzt? Wow, jetzt ist er auf dem Level. Was macht denn der jetzt? Na, scheiße, der ist vor mir dran.
Alter, wie der abgeht am Boden. Muss das nicht mal wegrennen? Ich will dich als verdammten Fuzzi haben. Hab jetzt hau ab. Der will nicht wegrennen, ne? Sei doch einmal in deinem Leben eine feige Sau. Los! Ja, dann mach mir nicht kalt, ganz einfach. Los geht's. Warum kann denn der Käfer rufen? Das macht doch keinen Sinn. Oh, der Sack hat wieder an. Der hat eine andere Ding. Dann holen wir mal den Hammer raus. Ey, Gott sei Dank. Alter, es gibt drei Waffen. Ich habe zwei ausgewählt, die nur ein Scheiße gegen mich sind. Brechendes Tackling gegen den. Waffenfähigkeit wechseln. Wechseln in den Regen. Kann er jetzt bitte mal sterben? Ah, nein. Hä? Ach so, ja, stimmt. Oh, ja, aber der wollte auch nicht abhauen, die feige Sau. Ey, der elende Mistkerl. Aber Alter. Er ist ein verdammt starker Gegner gewesen. Und ich wäre fast draufgegangen. Objekte. Hat man nicht diese Herzschuros? So, alle wieder geheilt, weiter geht's.